The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Das erste Kommen Jesu. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Das Kommen des Heilands wurde bereits im Garten Eden vorhergesagt. Als Adam und Eva zum ersten Mal die Verheißung hörten, warteten sie auf deren rasche Erfüllung. Voller Freude empfingen sie ihren erstgeborenen Sohn in der Hoffnung, dass er der Erlöser sein möchte. Doch die Erfüllung dieser Verheißung ließ auf sich warten. Jene, die sich zuerst empfingen, starben ohne erlebt zu haben, dass es sich erfüllt hätte. Von den Tagen Henochs an wurde diese Verheißung durch Patriarchen und Propheten weitergegeben und die Hoffnung auf seine Erscheinung am Leben erhalten. Und dennoch kam er nicht. Die Weissagung Daniels offenbarte die Zeit seines Kommens. Doch nicht alle verstanden diese Botschaft richtig zu deuten. So ging ein Jahrhundert nach dem anderen vorüber und die Stimmen der Propheten verstummten. Die Hand des Unterdrückers lastete schwer auf Israel. Und viele waren bereit auszurufen: Es dauert so lange und es wird nichts aus der Weissagung. Wie die Gestirne unbeirrbar ihre Bahn ziehen, so kennen auch Gottes Absichten weder Hast noch Verzug. Einst hatte der Herr unter den Sinnbildern einer großen Finsternis und eines rauchenden Ofens Abraham die Knechtschaft Israels in Ägypten kundgetan und erklärt, dass ihr Aufenthalt dort 400 Jahre währen würde. Danach aber sollten sie ausziehen mit großem Gut. Das stolze Reich der Pharaonen bekämpfte leidenschaftlich diese Verheißung. Doch vergebens. Denn als die Zeit der Erfüllung gekommen war, an eben diesem Tage zog das ganze Heer des Herrn aus Ägyptenland. Mit der gleichen Sicherheit war im Rat Gottes auch die Zeit des ersten Advents Christi bestimmt worden. Als die Weltenuhr diese Stunde anzeigte, wurde Jesus in Bethlehem geboren. Als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn. Er hatte in seiner Vorsehung die Bewegungen der Völker, die Wogen menschlicher Bestrebungen und Einflüsse gelenkt, bis die Welt für das Kommen des Erlösers reif. Dann kam Jesus, um im Menschen das Bild seines Schöpfers wiederherzustellen. Niemand außer Christus kann den Charakter, der durch die Sünde zugrunde gerichtet worden war, erneuern. Er kam, die bösen Geister zu vertreiben, die den Willen beherrscht hatten. Er kam, um uns aus dem Staub aufzuhelfen und unseren entstellten Charakter nach dem Vorbild seines göttlichen Wesens umzuformen und ihn mit seiner eigenen Herrlichkeit zu schmücken. The Lord is coming. Are you ready?